Gut, hallo zu Inside Politics. Dieser Mann ist, glaube ich, sehr bekannt, Roland Thüringer, mit oder ohne Ingenieur? Nein, ich habe es nicht geschafft zum Ingenieur. Ich habe ja die HTL zwar gemacht, wenn ich dann im Beruf tätig gewesen wäre, hätte ich den Ingenieurtitel damals automatisch gekriegt. Aber nachdem ich nie in den Beruf gearbeitet habe, sondern gleich mit der Schauspielerei angefangen habe, kein Ingenieur leider. Okay. Ja, leider kein Ingenieur. Also es geht um die Liste Gilt. Mhm. Das heißt, heuer, wie Sie sagen, gibt es die Möglichkeit, auch mal eine gültige Stimme zu wählen oder eine Stimme gültig zu machen. Seine eigene Stimme gültig zu machen, das war der Grundansatz von dieser Idee Gilt. Darum heißt es auch, meine Stimme gilt. Weil was hat man für eine Wahl bei einer Wahl? Man hat keine Wahl bei einer Wahl. Ja, man hat so die Wahl, gehe ich hin oder gehe ich nicht hin. Aber selbst damit trifft man schon eine Entscheidung, man trifft eine Wahl. Wenn man nämlich nicht hingeht, ja, dann bekommt deine Stimme automatisch das Parteiensystem. Das ist einfach so, das ist eine reine Mathematik. Ja. Wenn ich hingehe und eine Partei wähle, bekommt auch die Partei die Stimme. Was passiert mit dieser Stimme? Nachdem er ja bekanntlich die Stimme abgibt, ja, wenn ich was abgib, ist es weg. Das heißt, 5 Jahre lang hat man nichts mehr zu reden und auf 5 Jahre wird man dann wieder gebeten, die Stimme abzugeben. Das ist unser System. Das heißt, letztendlich, was unter dem Strich rauskommt, wenige bestimmen darüber, was der Mehrheit gut tut oder nicht. Und das Konzept von Gilt ist ein anderes, dass ich sage, eigentlich sind wir technisch schon so weit in der Entwicklung, ja, dass wir als Bürger und Bürgerinnen dieses Landes sehr wohl selbst uns einmischen können und Bürgerparlamente bilden und selbst Entscheidungen mittragen können. Wir müssen es nicht mehr delegieren. Damit hat sie ja die Frage, was ist Gilt erübrigt? Okay. Wer ist aber Roland Thüringer? Wer ist Roland Thüringer? Roland Thüringer ist ein Ideenumsetzer. Also ich mache seit dem, die Haken mache, die ich mache, nichts anderes wie eine Idee im Kopf. Und dann probiere ich mit meinen Möglichkeiten, die ich habe, diese Idee praktisch zu materialisieren, also in eine Gestalt zu bringen. Das kann sein ein Theaterstück, das kann sein ein Film, das kann sein eine Fernsehserie. Was bei mir nicht geht, ist eine Idee im Kopf jetzt zu malen oder sie zu singen. Das kann ich nicht. Ich kann nur das machen, was ich kann. Nicht? Aber prinzipiell bin ich ein Ideenumsetzer. Ja? Und genauso ist jetzt dieses Projekt Gilt, eine Idee, die ich im Kopf habe, die ich probiert habe, mit meinen Möglichkeiten, die ich habe, umzusetzen und an den Start zu bringen. Und das ist eigentlich gelungen. Gut, und wer sich jetzt wundert, ob der Hintergrundgeräusche, wo wir sind in der Bennogasse, das ist ein Park hier in der Nähe. Ja. Wir haben mal allerdings weder ein Sackerl für ein Gackerl mit und wir haben auch nicht vor, Tauben zu vergiften im Park. Nein. Sondern wir unterhalten uns hier einfach um das Projekt Gilt wegen. Und damit sind wir auch schon bei der nächsten Frage. Sie haben eigentlich vor 4 Jahren, glaube ich, oder 5 Jahren ist das jetzt hier, mit dem Projekt Gültige Stimme auf YouTube begonnen. Genau, das war der Anfang dieser Idee. Weil, wie es so ist, Politik ist Showbusiness mittlerweile. Ja. Es geht um das, wie kommuniziere ich nach außen, was kommuniziere ich, welche Bilder bleiben im Kopf hängen bei den Wählern und Wählerinnen. Das geht also darum, emotional in die Gefühlswelt des Wählers einzudringen, ja, damit er dann aus einer Emotion heraus eine Handlung tätigt, nämlich irgendwo ein Kreuzerl zu machen. Das ist das Prinzip der Politik mittlerweile geworden. Ja. Daher war mir klar, um da nur irgendwie den Funken einer Chance der öffentlichen Wahrnehmung zu bekommen, muss ich einen Begriff etablieren. Und der Begriff war für mich immer gültige Stimme. Es geht darum, ungültige Stimmen gültig zu machen. Und darum habe ich dann vor vielen Jahren, mittlerweile vier Jahre, diesen Webblog begonnen mit dem Titel Gültige Stimme. Daraufhin kam dann eine Fernsehsendung auf Puls 4, auch wieder gültige Stimme. Und das ist es eigentlich. Ja, das ist es. Es geht darum, die Stimmen, die normal nicht gehört werden, ja, in Zukunft auch in politischen Entscheidungsprozessen, denen eine Stimme zu geben. Das ist das Projekt Gilt. Sie sprechen das Thema Entscheidungsprozesse an. Sie haben jetzt 2600 Unterstützungserklärungen einreichen müssen, über 4500 selber gesammelt, was eine beachtliche Leistung ist. Ja. Ich habe ein bisschen auch mit Ihrem Pressesprecher darüber gesprochen. Also Sie hatten da, glaube ich, Notare im Vorfeld, die dann geholfen haben beim Einsammeln. Ja, also prinzipiell der Ansatz war folgender bei dem Projekt. Ich gebe die Idee, das ist die Idee, umsetzen müssen es die anderen. Und die anderen sind die Menschen, die sich an diesem Projekt Gilt beteiligen. Das sind mittlerweile einige Tausende, die da irgendwie mittun.
manche wollen kandidieren, manche nicht. Und beim Unterstützen sich einen zusammen war mein Ansatz immer der, entweder die kommen jetzt automatisch mit der Post oder sie kommen nicht. Das ist ganz einfach. Ja? Mhm. Und dann hat aber ein Prozess begonnen. Ab 25. Juli konnte man auf die Gemeindeämter gehen, auf die Magistrate. Und dann haben alle die Menschen, die sich schon bei Gilt eingebracht haben, begonnen, auf die Straße zu gehen und Leute anzusprechen. Und auch die Idee mit den Notaren ist da aufgekommen, dass man nicht die Leute aufs Gemeindeamt zahlen muss, sondern dass man mit einem Notar auf Straßen geht. Das war alles Initiative nicht von mir, sondern von den Menschen, die sich bereits an dem Projekt aktiv beteiligen. Ja. Und ich habe gesagt, okay, mag ich das tun, sollen sie das tun? Ich stelle mich sicher nicht auf die Straße vor Gemeindeamt und sage, bitte, ich bin der Herr Thüringer, wollen Sie nicht einen Kugelschreiber von mir? Dafür kriege ich eine Unterstützungserklärung. Nein, das habe ich alles nicht gemacht. Ich habe geschaut, was kommt mit der Post. Und das war so, es sind halt 4.500 dann gekommen und damit ist es amtlich. Ja. Wie sieht das eigentlich dann im Kontext? Andere Parteien, also Sie und die KPÖ Plus haben wirklich gesammelt. Ja. Und andere haben einfach unterschreiben lassen, 3 Nationalräte. Ist ein Nationalrat 870 Bürger wert, kann man das sagen? Genau, das ist die Frage. Und das geht es auch bei dem Projekt Gilt. Ja. Warum sind Politiker mehr wert als ein normaler Bürger? Ja, wir sehen das zum Beispiel genau in dem Fall, das ist im Konkret sind es 866, wenn man dividiert. Ja, also ein Nationalrat entspricht 866 Menschen. Ja. Warum? Warum ist das so? Ja. Oder warum ist es so, dass bei der Wahlbehörde nur Parteimitglieder dabei sind, die von nicht Bürger? Warum können nicht Bürger bei der Wahlbehörde tätig sein oder der Wahlkommission jetzt? Ja? Es werden immer von einer Partei gestellt. Das sind lauter so Fragen, die man sich stellen muss. Warum haben diese Parteien so eine Macht, ja, eine Macht, überall einzugreifen und überall wie eine Krake in Systeme einzudringen, die zu unterwandern und Menschen in Abhängigkeiten zu bringen? Ja? Da muss ich ein bisschen widersprechen. Also inwiefern? Ich habe selber mal kandidiert. Ja. Und auch für eine Partei, aber nicht als Mitglied und habe den Wahlkampf selber gezahlt. Das war der Unterschied. Ja, ja, aber Sie waren eine Wahlbehörde. Genau. War als Vertreter der Partei dort, aber genau. War nicht Mitglied. Warum kann aber nicht jemand, der nicht ein Vertreter von einer Partei ist, sondern einfach der Herr so und so, die Frau so und so, sagen, ich mache das jetzt, ich schaue mir das an und mache damit. Warum? Warum muss es jemand sein von einer Partei? Naja, laut Wahlgesetz, was ich gesehen habe, wäre es eigentlich eh möglich. Ist es so? Ja, soweit ich weiß schon. Okay. Habe ich auch andere Informationen, ist ja wurscht. Müsste ich nachschauen, aber da gibt es ja immer wieder ein paar Fragen, die dann an meinen Beamten meines Vertrauens immer wieder stellen. Okay, also, aber letztendlich ist es so, dass einfach der Politiker, in dem Fall der Nationalratsabgeordnete, viel mehr zählt. Also insofern ist es die größte Leistung von Gilt, dass man es geschafft hat, mit einer Idee Menschen dazu zu bewegen, ja, diese Unterstützungsgelder zu sammeln und sie zu unterschreiben. Ja. Warum es bei der KPÖ geht, das ist ja klar, da gibt es einen ideologischen Überbau. Da gibt's einfach so und so viele Mitglieder, die sind nicht gekommen, warum auch immer, ja, und die sagen jetzt und dann gehen die unterschreiben. Ja, das ist klar. Also entweder du hast die Ideologie oder du hast 3 Nationalratsabgeordnete, ja, oder du musst zittern, ob es sich ausgeht. Und bei uns ist es ja ausgegangen. Damit ist das Projekt Gilt quasi nicht mehr ein Kunstprojekt, sondern ein Gesellschaftsdemokratieprojekt. Genau. Ja. Sie kritisieren immer wieder, wie auch jetzt gerade, das System Partei. Wie wichtig sind Ihnen Transparenz und somit offener Zugang zu Informationen? Zur Frage mit der Partei. Ja. Eine Partei ist ein System. Ja. Also ein System, wo Menschen Entscheidungen treffen innerhalb dieser Partei. Ja. Und dadurch, dass es ein in sich geschlossenes System ist, ja, weil Partei heißt ja automatisch etwas teilen. Das heißt, ich teile das, was ist, in mehrere Teile. Ja. Und jede Partei steht für irgendetwas und da gibt es kaum einen Spielraum. Ja, dadurch entsteht ein Zwang natürlich. Ja. Und Menschen, wie wir wissen, die in einer Partei tätig sind, ich rede jetzt nicht von einer Kleinpartei, die halt, es gibt ja 1050 Parteien, wenn ich sage, Parteiensystem, rede ich schon nicht von diesen Großparteien, die das Land beherrscht haben. Ja, letztendlich. Das ist eine Pyramide. Eine Partei ist eine Pyramide. Ja, das steht so da. Unten gibt's die kleinen, einfachen Parteimitglieder, die hakeln, die schuften, ja. Und dann oben gibt's aber die Entscheidungen treffen. Und die da unten werden dort nie aufgekommen. Ja, es ist ein total hierarchisches System. Es ist ein System der Unterwerfung. Du begibst dich in Abhängigkeiten. Drum, wenn ich Partei her, gehen bei mir alle Alarmglocken los, weil man denkt, ui, das hat jetzt automatisch etwas mit Zwang zu tun. Ob es der Clubzwang ist, Loyalität gegenüber der Partei etc.
etc. Ja. Was die Transparenz betrifft, ist es so, dass wir ja alles transparent machen. Also die Finanzgebarungen sowieso, das muss man ja, aber auch so. Also wenn mir was überlegt und so, mache ich ein Video, mir überlegen und wir machen das und das. Also es gibt bei uns nicht, dass im Hintergrund die Parteistrategen sozusagen sich jetzt überlegen, wie kommunizieren wir das, was tun wir. Ich schalte in der Früh mein Handy ein, ob das Kaffee in der Hand und was mir gerade einfällt, sage ich. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, das überlege ich mir vorher nicht. Ich mache das ganz einfach. Und mit Rudi Fussi haben Sie einen ziemlich abgebrühten Politprofi im Hintergrund. Ja, nur der Rudi Fussi macht für das Projekt nichts eigentlich, er selber. Mhm. Das, was wir braucht haben, ist nichts anderes, wie du brauchst eine Struktur, ja, was Dinge abwickelt. Wie zum Beispiel, dass wir zu einem Interview kommen, wir zwei. Mhm. Ja, dass man eine Presseaussendung macht. Ich kann das nicht, ich weiß nicht, wie das geht. Und da gibt es eben den Philipp, der das bei uns macht. Der übernimmt es handwerklich, dass er sagt, okay, wir müssen jetzt eine Presseaussendung machen, dann ruft der ORF, also da hast du da Zeit und tragt das an mich weiter. Das ist eine reine, das geht nicht um eine Strategieberatung oder was für ein Wording verwenden wir oder was für ein Thema, was kampagnisieren wir jetzt. Und es geht rein um die Abwicklung eines Weges, den man geht, wenn man sich entscheidet, bei der Wahl anzutreten bis zum Wahltag. Das ist ein ziemlich aufwendiger Weg mit einmal Kandidaten finden, Unterstützungserklärungen sammeln. Und das gehört abgewickelt. Und da braucht man jemanden, der das kann. Ja, das ist ein Projektmanagement im Endeffekt. Das ist ein Projektmanagement, genau. Ja. Und kleine Info, eigentlich habe ich mich schon vor 2 Jahren einmal bemüht um ein Interview mit Ihnen. Das hat dann aber irgendwie mit dem Management nicht funktioniert. Mit dem Künstlermanagement wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Das kann sein. Ja, ja. Ich weiß nicht, worum es da gegangen ist, was es war. Aber hat nichts mit der Wahl zu tun gehabt, oder? Ja, damals noch nicht. Aber im Endeffekt geht es auch selber hinaus. Ja. Aber 4 gewinnt. Es hat hingehört. Mhm. Und wir sehen eigentlich, was Sie Kunst gerade angesprochen haben, wir sehen eigentlich Ihre Kollegen das Thema oder haben Sie mit denen wenig gesprochen drüber? Kein Mensch spricht mich an darüber. Also niemand, gar niemand. Also, ja, nichts. Also da weiß ich gar nichts. Ich weiß, dass von ein paar Kollegen Unterstützungserklärung gekommen ist, vom Verein, aber sonst glaube ich nicht, dass das auch irgendwem interessiert. Ich glaube, dass das eher skeptisch betrachten. Das ist ja überhaupt auch etwas, was ich jetzt gelernt habe, sobald du dich in diesem Land probierst, politisch zu engagieren, in welcher Form auch immer, nämlich wirklich politisch, das heißt, es geht jetzt ans Eingemachte, sprich, du nimmst an einer Wahl teil, weil jetzt bei irgendeiner Veranstaltung auf der Bühne als Künstler zu stehen und irgendein politisches Statement abzugeben, das ist ja nicht politisch engagieren, das ist gar nichts. Nicht? Von der Bühne oben kann ja jeder was machen, das ist ja keine Kunst. Ja? Sondern wirklich arbeiten gehen, an der Front, als Infanteriesoldat sozusagen, da mitzukämpfen, das hat eine andere Dimension. Und wenn man das in dem Land macht, das Erste, was passiert, wird lächerlich gemacht. Ja? Weil wir so einen schlechten Zustand zur Politik haben. Ja? Wir sind gelernte Österreicher und das heißt Parteibuch. Das heißt, wenn ich bei dir dabei bin, habe ich die Vergünstigung und das, und man redet vor allen Dingen nicht drüber. Keiner erzählt, dass er Parteibuch daheim hat. Keiner erzählt, was er will. Ja. Und wenn Sie jetzt schauen, so, wenn jetzt Interviews gemacht werden mit Menschen auf der Straße, was denen alles einfällt, was schlecht an der Politik momentan ist. Ja, das können Sie alles aufzählen. Und dann gehen Sie am 15. Oktober rein und machen wieder ein Kreuzl. Also das ist so in uns drinnen, das ist ein dreckiges Thema, über das man nicht spricht. Genauso wie über Geld oder Sex, Politik. Ja, über das spricht man nicht. Ja. Und so sind wir alle sozialisiert worden irgendwo. Und um das aufzubrechen, um den Menschen zu erklären, Moment, Politik ist nicht, hat nichts mit der ÖVP, der SPÖ, der FPÖ oder mit irgendwem zu tun, sondern Politik, das sind wir. Wir können eine Gesellschaft gestalten. Wir können unser Land gestalten. Wir können Beiträge liefern. Wir können darüber diskutieren. Das kann heutzutage auch jeder mittlerweile, weil wir die technischen Möglichkeiten haben, dass wir uns online unterhalten. Jeder, der Facebook hat, weiß das. Das funktioniert ganz einfach. Du kannst dich mit Menschen austauschen. Du findest neue Menschen, kannst dich mit einbeziehen. Das funktioniert alles. Ja? Und es ist eine neue Zeit angebrochen. Es ist die Nachkriegsordnung der Zweiten Republik eigentlich de facto für mich mit der Bundespräsidentenwahl, mit dem ersten Wahlgang beendet worden. Es ist als Zäsur, man probiert jetzt noch zu retten, was zu retten ist, indem man jetzt behauptet und aufschreibt, wir sind jetzt keine Partei mehr, wir sind ganz was anderes.
Ja, es heißt ja jetzt alles anders. Es ist genau, ja, es ist ja jetzt überall Bewegungen. Genau, es ist alles, ja, das ist Marketing. Das ist nur so Marketing. Ja, das wird nur zeitfrei funktionieren. Nur ich glaube, unsere Kinder werden erleben, dass der Schmäh vorbei ist. Wir werden uns irgendwann einmal selber regieren. Und das wird funktionieren. Ich bin überzeugt davon. Also das heißt, Sie sind davon überzeugt, dass der Mensch für sich selbstständig leben kann, selbstständig in einem eigenen System sich einbringt, sagt, das glaube ich, leiste meinen Teil. Ja, man muss ihn nur lassen. Aber um das einmal zu bewerkstelligen, muss man sehr früh anfangen, nämlich bei der Bildung. Wie bringe ich Menschen dazu, kritisch zu denken, Sachen zu hinterfragen? Also da müssen wir anfangen, das ist überhaupt keine Frage. Und ich glaube, da gehen wir sogar nochmal weiter zurück in Ihrer persönlichen Historie, wenn man so möchte, mit der Ich-bin-wütend-Rede, damals beim Alfred Dorf im Donnerstag, wo Sie eben genau gemeint haben, wir haben kein Bildungssystem, sondern ein Ausbildungssystem. Natürlich, ja. Es ist also, wenn man jetzt diese Bildungsdiskussion sich anhört, die uns geboten wird von Seiten der Politik, also der Entscheidungsträger, dann geht es immer um Verwaltungsfragen. Es stellt sich keiner die Frage, was unterrichten wir den Kindern eigentlich? Was lernen wir denen? Ja, lernen wir ihnen, wie sie denken, oder lernen wir nur, was sie zu denken haben? Ja, haben wir ein Bildungssystem oder haben wir ein Ausbildungssystem? Was ist das eigentlich, dieses Bildungssystem? Ja, was kommt im Endeffekt dann hinten raus? Systemidioten oder selbstdenkende Menschen? Ja? Und da passiert auch sehr viel. Ich habe selber jetzt in den letzten Jahren einige Benefizveranstaltungen für so freie Schulen gespielt. Ja, das einfach Menschen sagen, wir organisieren uns selber, machen unsere eigene Schule. Und das funktioniert alles. Also das ist alles okay, das passiert alles. Ja, und das ist auch nicht mehr aufzuhalten. Könnten Sie skizzieren, weil Sie haben dieses Projekt, dieser Bürgerparlamente, Bürgerbeteiligungskonzept, anhand dieses Beispiels, was Sie jetzt genannt haben, Bildung, wie würde das funktionieren? Nicht wie würde es, ich kann ja sagen, wie hat es funktioniert. Okay. Das ist nur viel besser. Wir haben ja, also Politik funktioniert über Ankündigung. Man kündigt was an, man darf nur nichts tun. Das ist Politik. Ich kündige was an, ich tue nichts, weil wenn ich es tue, kann die Gefahr sein, dass es nicht funktioniert. Weil es nur ankündigt, vergessen es die Leute wieder. Also wir leben jetzt diese Wochen vor der Wahl, es ist die Zeit der Ankündigungen. Was wir das tun werden, was wir das wollen, was wir das müssen. Ja. Unser Konzept ist, wir kündigen gar nichts, aber wir machen ganz einfach was. Und das, was wir gemacht haben, wir haben das Modell der offenen Demokratie einmal ausprobiert. Das gibt's, das haben wir mit mir erfunden, das wird in Australien seit 10 Jahren schon praktiziert. Das ist ein Modell, was Folgendes macht. Das ist ein Prozess, der dauert normal in etwa 6 Wochen. Ja, es steht irgendein Thema im Raum, dazu gibt's einen Ideengeber, der sagt, zu dem Thema schlage ich folgende Entscheidung vor. Jetzt ganz banal erklärt. Ja, dann hat der eine Woche Zeit, das zu veröffentlichen, online die Menschen im ganzen Land zu erreichen und sagen, das ist unsere Idee. Was haltet ihr davon? Die nächsten 14 Tage beginnen die Menschen darüber zu diskutieren. Also die müssen nicht was entscheiden, sondern die fangen einmal an zu diskutieren darüber. Ja, können selber Experten mit einbeziehen, die dafür sind, machen die dagegen sind. Dann wird das 14 Tage diskutiert, in einem Prognosemarkt nennt sie das. Ja, und von den Menschen, die daran teilnehmen, entscheidet dann das Los, welche dann bei einem realen Bürgerparlament dabei sein werden. Das haben wir jetzt gemacht. Wir haben jetzt vorhin das gemacht, wir haben gesagt, okay, das, was uns interessiert, welches Thema ist eigentlich das, was den Menschen am meisten unter den Nägeln brennt momentan? Was ist es? Ja, ist es wirklich, sind es Kopftücher, sind es, dass man das Mittelmeer trockenlegen muss, damit keiner mehr durchschwimmen kann? Was sind die wirklichen Themen für die Leute? Sind es die sicheren Pensionen? Ist es das leistbare Wohnen? Was ist es? Und haben jetzt 2.000 Menschen, die da mitgemacht haben, ganz einfach, weil wir sie einen Aufruf gemacht haben, offene Demokratie, ihr könnt da online mitmachen. 2.500 Menschen haben daran teilgenommen und 30 davon, die durch das Los entschieden wurden, haben sie am 9.9. um 9 Uhr in Wien getroffen, zu einem realen Bürgerparlament und haben dann das, was im Prognosemarkt diskutiert wurde, am Tisch miteinander, auch in kleinen Gruppen diskutiert, um herauszufinden, was ist das wichtigste Thema. Und das ist Bildung rausgekommen, über das wir gerade geredet haben. Also die haben auch gesagt, ja, wenn wir nicht bei der Bildung anfangen, brauchen wir über nichts anderes diskutieren. Ja? Und das ist ein Ergebnis. Und wir haben innerhalb von 3 Wochen in einer verkürzten Form ein Ergebnis bekommen. In der normalen
realen Welt, wie es in Australien ist, dauert so ein Prozess 6 Wochen. Also du hast die 14 Tage, wo die Bevölkerung darüber diskutiert, dann trifft sich das Bürgerparlament das erste Mal, ja, die diskutieren das face to face, haben dann 14 Tage Zeit weiter zu diskutieren online wieder, ja, das noch auszuformulieren und dann treffen sie sich, um die Entscheidung zu treffen. Ja oder nein? Ja, und das wird dann geheim abgestimmt und das ist dann ein bindendes Ergebnis eigentlich. Sollen die Bürger dann eigentlich dafür bezahlt bekommen? Ja, oder? Natürlich. Ja, das ist wie bei Geschworenen. Na klar. Okay. Das Geld, oder ist, im Endeffekt steigen wir billiger aus, als wenn wir den ganzen Parteienapparat finanzieren. Ja? Das ist schon ein Geld dafür, das ist ja eine Leistung, die wir einbringen in die Gesellschaft. Und das Schöne ist, es kristallisiert sich heraus, wer sich bei welchen Themen auskennt, wer nicht. Weil die Diskussion geht dann so in die Tiefe, auch online, ja, dass die, die nicht mehr mitkommen können, die nur in der blöden Meinung halt irgendwo aufgeschaut haben und die da einbringen, die merken, ich komme da nicht mehr mit und steigen aus. Also es bleiben die über, die wirklich eine Kompetenz haben auf dem Gebiet. Und das ist eigentlich das Wichtige. Womit wir schon bei diesem Punkt sind, das ist also einer der aktuelleren Eurobarometer aus dem April 2017. Ja. Und Sie haben da mit dem Hubertus Hofkirchner bei Ihrer Pressekonferenz, ich glaube vor 2 Wochen, das Thema Vertrauen angesprochen und Zufriedenheit vor allem. Ja, okay. So, politische Parteien finden sich hier bei 26% Vertrauen haben. Vertrauen. Die. Ja. Im EU-Durchschnitt sind sie noch 16. Ja, okay. Also da sind wir, wenn man so möchte, eh noch gut aufgestellt, wie man so sagt. Ja, ja, genau. Ja. Wahrscheinlich im Mittelfeld. Wobei 26 ist auch schon für einen Arsch, nicht? Es ist ganz ehrlich, ja. Sie sagen es, ja. Weil wenn ich Politiker wäre, ich merke das ja schon als Blogger, aus meiner persönlichen Perspektive, ohne dass ich da jetzt irgendwie in der Perspektive bin, an Journalisten gehen viele Leute weniger offen zu als an Blogger. Das merke ich schon, dass Leute, die sagen, du bist ja einer von uns, im Sinne von... Okay. Bürgerlichen. Okay. Oder sagen wir vom Volkssystem. Ja, her. Aber vertrauen die Österreicher dem Rechtssystem? 73%? Genau. EU-weit nicht mehr so viel. Der öffentlichen Verwaltung? Ja, wir sind nicht ein gelernter Beamtenstaat, das siehst du ganz deutlich. Das ist richtig. Also ein bisschen noch Meter nicht. Dem Rundfunk, 64%, regionale Behörden, 63%, Fernsehen, 62%, unglaublich eigentlich, nicht? Genau. Wenn man selber weiß, wie Fernsehen funktioniert, erschütternd. Printmedien weniger, dem Parlament 49% vertrauen dem Parlament. Das ist eigentlich relativ nicht so schlecht. Ja. Eigentlich interessant, weil die da drin sitzen. Ja, das ist irgendwie lustig, dass sie den Zusammenhang nicht erkennen. Also 49%, nur dass ich es erklärt, ist 49%, also eigentlich 50% vertrauen dem Parlament. Aber nur 27% vertrauen den politischen Parteien. Also 26. Oder 26,8 das jetzt, ja? Nein, 26 und 68 vertrauen ihn nicht. Ah, das ist es. Also 26%, 26% und 49%. Und der Rest, der überbleibt, hat keine Angaben. Okay, aber Freunde, im Parlament sitzen die Parteien, jetzt müsst ihr sich entscheiden. Und? Jetzt habe ich eine böse Frage natürlich. Ja, ja. Stellen wir uns vor, hier würde nicht 6.4.17, sondern 22 stehen. Ja. Und der Statistik nach sollte diese Bundesregierung, die jetzt gewählt wird, einmal wieder eine Legislaturperiode aushalten, weil wir haben gerade die zweite gehabt seit 1990, die in die Luft gegangen ist. Also sprich, seit 1990 hat es immer bei jeder zweiten Legislaturperiode vorgezogene Neuwahlen gegeben, was ja auch schon heftig ist. Ja. Wo wünschen Sie sich dann den Vertrauensindex für Politik allgemein? Also ich würde mir wünschen, dass 2022 bei politischen Parteien Vertrauen 3% steht und bei Parlament Vertrauen 88%. Das wäre es, weil nämlich dann im Parlament Bürger drinnen sind und keine Parteien mehr. Also die guten 12%, die immer skeptisch bleibt. Ja, das sowieso, ja. Aber wichtig ist, dass wir erkennen, wir müssen ins Parlament, nicht die Parteien. Ja. Wir als Bürger müssen ins Parlament, weil wir müssen die Regierenden überwachen. Wenn aber die drinnen sitzen im Parlament, die gleichen sind wie im Regierungsbankel und dieselben Interessen haben. Ja. Getrieben, muss man sagen, eigentlich von der ökonomischen Vernunft. Jede Entscheidung in dem Land wird eigentlich hauptsächlich aus der ökonomischen Vernunft entschieden.
Und wenn wir jetzt irgendwann einmal aufhören, in sozialer Vernunft zu denken oder ökologischer Vernunft, dann, na gut, ja. So, ich muss ein bisschen anzahnen. Ja, bitte, ja. Wir haben einen weiteren Bereich, der heißt Reddit-Fragen. Kennen Sie Reddit? Nein, nie gehört. Reddit ist ein Forum. Okay. So ähnlich ja, wie Facebook, aber man braucht sie nicht einloggen, um zu lesen, sondern okay. Kann einfach schon mitlesen und mitschreiben, sobald man sie anmeldet. Ja. Und Reddit ist ein ziemlich großes Forum und hat in Österreich 40.000 Mitleser. Okay. Also das würde ich ja doch als mittlere Kleinstadt bezeichnen. Ja. Die Kollegen haben mir da ein paar Sachen geschrieben. Der Punkt war, ein gewisser Winlo hat gestern mir direkt angeschrieben. Wie heißt der Herr? Winlo. Das ist ein Künstlername. Künstlername, okay. Das sind ja die Spitznamen, unter denen die Leute firmieren. Und der hat, aber das hat glaube ich nichts mit Lulu oder so zu tun, also keine Ahnung. Der hat gemeint, ich sollte Sie fragen, wie ernst meinen Sie es mit gilt, respektive warum versuchen Sie nicht, das so ähnlich zu machen wie zum Beispiel Martin Sonneborn mit der Partei in Deutschland? Naja, das ist ein anderes Projekt. Das ist ja wirklich ein reines Satireprojekt. Ja? Aber mein Projekt ist ja kein Satireprojekt, sondern mein Projekt war eine Idee, die dann, falls die Bevölkerung es will, zu einem politischen Projekt wird. Und das ist es geworden. Ja, aber nicht, weil ich das entschieden habe, sondern weil es die Leute entschieden haben. Ja. Also das ist etwas anderes. Es ist wirklich etwas anderes. Ja. Weil bei dem Projekt in Deutschland von der Partei sind die handelnden Personen sehr wichtig. Die, die die Gags machen, die die Schmähs machen, die die lustigen Plakate plakatieren. Bei meinem Projekt gilt, bin ich mittlerweile nicht mehr wichtig. Ich gebe zwar jetzt noch die Interviews und so, ja, aber letztlich, ich darf nicht wichtig sein. Wenn ich wichtig bin für das Projekt, ist das Projekt gescheitert. Sie sind ja auch nicht mehr der Spitzenkandidat. Darum habe ich gesagt, ich bin kein Spitzenkandidat. Ja. Natürlich wäre es klüger gewesen, sagen, ich bin der Spitzenkandidat, weil man wäre bei allen Sendungen eingeladen. Also ist es immer schwierig, dass man überhaupt dabei ist. Sind Sie das eigentlich, nur kurz nachgefragt, als Bad Campaigning, was man dann mit Ihren Spitzenlisten erst gemacht hat? Bad Campaigning, das ist die normale Blödheit. Ja, das ist ja nur eine Fortsetzung. Also, wenn man die Geschichte von Gilt ein bisschen verfolgt hat, ich habe 2016 im September diese Partei gegründet. Ja, ganz einfach, um den Namen zu sichern. Ja, und bereits 3 Wochen später hat man mir probiert, das goldene Brett vom Kopf umzuhängen in so einen Preis für besonders vertrottelte Menschen oder was auch immer das ist. Also man hat alles getan, um mich in eine Ecke zu drängen, wie Verschwörungstheoretiker, Esoterik, Schwurbler, Antisemit, Nazi, alles Mögliche. Ja. Also wenn da kein Argument mehr einfällt, kommt in dem Land automatisch immer die Nazi-Keule oder Antisemiten-Keule. Ja. Und jetzt haben wir bei unseren Kandidaten, die durch das Los ausgewählt wurden, einen gewissen Günter Lasse dabei gehabt. Ein esoterischer, spiritueller Pensionist, der im Waldviertel lebt, ein ganz lieber, ja. Schaut ein bisschen aus wie der Merlin, hat so eine lustige Webseite, weil so kann jeder Webseiten machen, wenn man viel Freizeit hat wie ein Pensionist, dann macht man jetzt sowas. Und auf dieser Webseite hat er Bücher als PDF, die er gelesen hat, drinnen. Und ein Buch, ich kenne das Buch nicht einmal, heißt irgendwie die Prophezeiungen von der Weisen von Weisen vom Berge von Zion oder so. Ich habe keine Ahnung, was in dem Buch drin steht. Ja, ja. Aber offenbar sorgt das für Aufregung, aber nur bei einem gewissen Klientel. Also ein Großteil der Bevölkerung hat keine Ahnung, was in diesem Arschbuch drin steht. Es gibt aber ein paar Menschen, ja, die so viel Tagesfreizeit haben, dass sie sich damit beschäftigen können, was für Bücher andere lesen. Ja. Und wenn wir dann einmal in einer Zeit leben, ja, wo Bücher wieder verboten werden, dann weiß man schon, wo die Tendenz hingeht. Ja. Und entschuldigt, da muss ich jetzt, bevor ich die Reddit-Fragen weitermache, danach stoßen. Ja. Sie haben einmal einen Sohn vom Ratzinger gemimt, wenn ich mich nicht irre, in einem Dorfer-Sketch, gemeinsam mit dem Alfred Dorfer. Ein Sohn vom Ratzinger? Wer ist denn der Ratzinger? Der Ratzinger, der Bischof. Oder ehemalige Papst. Ach so, ja. Wo ich da an Mitarbeiter vom Vatikan gespielt habe oder so. Ich glaube, ja. Ja, das ist schon so. Und ich habe ausgerichtet gestern die Szene wieder. Echt? Ja, ja, ja. Und da ging es, nur um das ein bisschen zu skippen, eigentlich um das Thema Wissen. Ja. Und Sie
ich glaube, Dorfer sagt, weil Wissen Macht ist, und Sie sagen, Wissen ist nicht Macht, Herr Dorfer, erst verschlossenes Wissen, gepaart mit Lügen, das ist wirkliche Macht, die sich Jahrhunderte hält. Genau. Und dann sagt daraufhin der Albert Dorfer, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Und diesen Satz finde ich sehr interessant. Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, aber wer immer lügt, dem glauben Millionen. Glauben Sie mir das? Ja, ja, das ist aus der Sicht der katholischen Kirche vollkommen richtig. Also offen ein ehrlicher Mensch, dem hatte ich keine Arbeit. Ja. Ja. Also das heißt, Sie beziehen es auch, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, auch auf andere Fälle, weil wenn du eine immer und die gleiche Lüge immer wieder wiederholst, ja, dann wird sie in der öffentlichen Wahrnehmung zu einer Wahrheit. Das wissen wir. Ja. Das wissen wir, wie die Bush-Administration das abgehandelt hat, indem sie behauptet hat, ja klar, der Saddam Hussein hat die chemischen Waffen daheim, und da haben sie sogar herzeigt, der Paul ist damals gesessen. Also wird immer wieder wiederholt, ja. Und die Jungs sagen alle, der hat das. Und selbst wenn er nachher rauskommt, na, der hat das ja gar nicht gehabt, es interessiert niemanden mehr. Ja. Und das gerade, was die katholische Kirche ja, ich meine jetzt, es ist ja keine Lüge, aber es ist eine Geschichte. Man muss sich einmal vorstellen, ja, da wird eine Geschichte erzählt von jemandem, den sie gekreuzigt haben und der dann nach 3 Tagen wieder gelebt hat und auferstanden ist. Ja. Das ist eine Geschichte. Das ist einfach eine Geschichte. Nur es glauben irrsinnig viel drauf. Das Konzept von Himmel und Hölle, das ist eine Geschichte. Ja, das hat sicher seinen Sinn gehabt, um eine Gesellschaft zusammenzuhalten, etc., etc. Es ist aber eine Geschichte. Nur wenn man es immer wieder wiederholt, ja, dann glauben es die Leute. Ja. Nur jetzt sind wir schon auch durch die Möglichkeit der Kommunikation untereinander, des Austausches, dass man diese Geschichten nicht mehr so ernst nehmen muss, wenn man andere Geschichten nachhört. Ja. Und letztendlich ist es auch vollkommen wurscht, wer an was glaubt. Es ist vollkommen, wenn wir an was glauben, wir sollen was glauben. Es ist ganz egal, es tut niemandem weh. Ja. Viel gefährlicher sind die, die einen anderen verurteilen, nur weil er an irgendetwas glaubt. Also ich würde nie auf die Idee kommen, wenn jemand an Jesus Christus glaubt und ihm das gut tut, perfekt, super. Wenn einer sagt, der Rapid ist meine Religion, super, dann ist Rapid seine Religion. Es ist alles gut. Ja. Ich kenne das ja mit dem Patchworking. Andererseits bin ich ehemaliger Katholik und jetzt praktizierender Buddhist, und mein Vater ist Rapid und Katholik. Also okay, gut, ja. Ist so. Ja. Kommen wir zurück zu den eigentlichen User-Fragen. HMZ DK85. Ich denke immer dann an ein Zoom-Gerät, aber. Was war? Ah, der heißt so, die Person. So. Ja, gut, und das ist auch kein verstecktes Kennzeichen oder irgendwas. Okay. Der fragt, wie stehen Sie zur Reduktion der Nationalratslegislaturperiode von 5 auf 4 Jahre, so wie wir es gehabt haben vor ein paar Jahren noch? Es ist vollkommen bedeutungslos, wie ich dazu stehe. Entscheidend ist, wie die Bevölkerung dazu steht. Das ist unser Konzept. Ich kann eine private Meinung haben, ist aber bedeutungslos. Ich darf keine Bedeutung haben, was der Parteiobmann für eine Meinung hat. Parteiobmann, oder? Oder in dem Fall Parteiobmann, nicht? Ja. Ich bin ja auch für was da. Ja. Das heißt, wenn ich Sie jetzt auch frage, vom selben User, wie stehen Sie zur Einführung einer CO2-Steuer auf wirtschaftliche Betriebe? Das heißt, das könnten Sie als Privatperson sagen? Ich kann als Privatperson das sagen. Ja, ich glaube, dass Steuern immer etwas sind, was etwas regulieren wollen. Ja, nachdem die Menschen aber schlauer sind, als man glaubt, werden sie Wege finden, das zu umgehen. Das ist immer so. Wenn irgendein Gesetz kommt, das Erste, was man sich überlegt, wie umgeht es, das Gesetz, dass er noch so halb legal das umgehen kann. Nicht? Und genauso wird es passieren. Mit der CO2-Steuer, es werden dann wieder irgendwelche schaffen, das zu umgehen, mit irgendwelchen Tricks. Ja. Quishal fragt, wie stehen Sie zu dem Konzept von elektronischen Wahlen oder Wahlen im Internet? Gibt es schon. Irgendwo? Ja, in Estland, wenn ich mir jetzt nicht irre. Okay, kann sein. Kann ich nichts dazu sagen, weiß nicht, ob das funktioniert, aber klar wird das auch funktionieren. Also das, ja. Weil wenn ich heute im Netbanking aber tausende Euros überweisen kann, ja, und das viele Menschen ja tun, täglich über ihre Überweisungen tätigen, dann muss da schon ein Grundvertrauen in ein digitales, elektronisches System einfach da sein, weil sonst tue ich mein Geld irgendwo, sagen ich überweise und habe keine Garantie, dass es da kommt. Nicht? Also insofern glaube ich, dass das schon auch ginge. Ja. Also, aber
Wie dann der Vorgang letztendlich ist, ist relativ wurscht. Ja. Ich habe vor 10 Minuten leicht suffisant gelächelt. Da ist es gerade darum gegangen, Parteien und Politiker einzusparen in ihrem Statement. Und Elf Musa fragt, wofür braucht es aktuell 684 Politiker in National-, Bundesrat- und Landtagen, die bestenfalls 7 verschiedene Meinungen vertreten, während permanent von Sparplänen sowie der Finanzierung von neuen Reformen geredet wird? Du hast schon durchaus berechtigte Frage, das frage ich mich auch. Nicht? Also man kann das alles schlanker machen. Ja, man kann das sicher alles schlanker machen. Also das ist, man lieber, dass es Bundesländer gibt und Landtage ist ja vollkommen absurd. Das braucht kein Mensch, das weiß aber jeder, dass es keiner braucht. Nicht? Nur das wäre so eine große Zäsur in dem Land, was glaubst du, was da für Aufschrei war, wenn alle, die von dem System ja leben, und es sind ja so viele bei uns, die ganzen Beamten, ja, die leben ja davon, dass das System so ist, wie es ist. Na, die brechen zusammen, das bringt es bei der Beamtengewerkschaft nie durch, solche Pläne, ja, logischerweise. Sind ja aber nicht nur die Beamten, es sind ja auch die Vorfeldorganisationen, Wirtschaftskammer, Arbeiterkammer, Gewerkschaft und so weiter. Ja, aber das sind ja letztendlich auch Beamte. Also jeder, der von der öffentlichen Hand, von Steuergeld sein Leben finanziert, ist für mich sowas wie ein Beamter, so geht's. Ja, also ja. Sprich, ja, es müssen so und so viel Prozent der Bevölkerung das erwirtschaften, damit man die finanzieren. Wenn jemand da total sinnvolle Arbeit macht, wie zum Beispiel im Gesundheitswesen, ja, im Sozialsystem, in der Schule, Lehrer, super, perfekt. Aber die nur wie die Lemuren irgendwo in einem Zimmer umeinander hängen und hoffen, dass sie nicht auffallen, ja, damit, ja, sie ihren Job behalten, die können weg. Nicht besser, die sind unnötig, die braucht keiner. Ja, also insofern, um auf die Frage noch einzugehen, oder wie ich dazu stehe, klar, das gehört alles, es ist nicht notwendig, das gehört alles schlanker gemacht. Ja? Schlanker Staat, hat vor 2 Wochen erst der steirische Landeshauptmann gesagt zu mir. Aber der hat das gesagt, okay. Der hat das gesagt, ja. Aber wäre schlanker Landtag einmal der erste Ansatz, bevor wir beim Staat schlank machen. Ne? Ja, vielleicht ein Thema. Ja. Aber ich soll ja neutral bleiben. Ja, muss man eh, ja. Lola Runs, auch Lola Rennt, das war mal ein bekannter Film. Ja, das war ein sehr guter Film übrigens, ja. Übrigens, nur falls jetzt die Kollegen von der RTR oder der Com Austria reinschauen, das war jetzt keine Schleichwerbung. Das war keine Schleichwerbung, weil der Film ist eh schon längst gegessen. Das schaut eh keiner mehr. Es war trotzdem ein guter Film. Wenn Sie raten müssten, wie denken Sie, wird die Sache mit Nordkorea ausgehen? Was ist das Best-Case-Szenario? Also das Best-Case-Szenario ist, dass wir Österreich Nordkorea angreifen. Dann ist zusammengerammt dort, das ist das Beste. Nein, also wenn ich mich um so Sachen kümmere, in meiner Gedankenwelt, ja, schade um die Energie. Ja, weil ich habe keinen Einfluss darauf, null. Wenn du Chevert, wenn es nicht Chevert es nicht, ja, wir wissen es nicht. Ja, man, mit so einer Situation kannst du dann ja nur umgehen, aber du kannst nicht beeinflussen. Also insofern keine Gedankenenergie auf sowas. Gut, dann springe ich zu einer Frage noch vor von Lockton. Elektronische Währung Bitcoin. Was halten wir davon? Ich weiß, dass das gibt. Einer von unserer Partie verwendet es auch, der hat sowas. Ich nicht, weil ich mich zu wenig auskenne. Ich bin nicht nur eine alte Generation, ich bin ein haptischer Mensch. Ja. Ich liebe Münzen. Ja. Also wenn ich ein Geld in der Hand habe und es klinkert im Sackerl, ist es ein angenehmes Gefühl. Ja. Also ich bin da noch ein bisschen, was das betrifft, konservativ. Was mir noch ein bisschen Angst macht, ist, dass jetzt die Chinesen so viel Bitcoins haben. Das heißt, die Chinesen offenbar das Geld aus dem Land schaffen und in Bitcoins bunkern. Das ist kein gutes Zeichen. Wer dazu ein bisschen mehr erfahren möchte, wir haben mit Roman Vielgut, das ist einer von 2 der mehr oder weniger erfahrensten Redakteure in Österreich, von der Kleinen Zeitung ein Interview geführt vor 2 Monaten. Ja. Und der hat gemeint, die Chinesen werden gerade richtig abgezockt. Aber was da wirklich passiert... Wer sind die Chinesen? Sind es die Bevölkerung oder ist es das Land China? Ich glaube, das ist der Staat in dem Fall. Staat. Ja. Ja, also wenn diese Blase platzt, die China-Blase... Na, dann war ja praktisch die Immobilienblase in Amerika ein Lächelschatz dagegen, wie man so schön sagt. Ja, und ich bin ja gespannt, sollte das jetzt in der nächsten Legislaturperiode passieren, dass diesen Schnalzer macht,
dann bin ich gespannt, wie unsere Regierung dann mit sowas umgeht. Ja, gute Nacht. Ja. Und jetzt helfen Sie mir, weil jetzt habe ich den Namen vergessen, Dirk Müller, genau. Dirk Müller hat das ja auch schon prognostiziert vor ein paar Jahren. Ja, der war eh bei mir in der Sendung. Ja, genau. Ich bin zwar übrigens ein futuristischer Anhänger in Anspielung auf Ihr Hinterholzacht, okay. Aber da ist noch immer Bargeld drin. Also, ja, Bargeld, ja. Sehe ich genauso. Ja. Wirklich eine abschließende Frage von denen noch. Dasselbe User LogTom fragt: Automatisierungsarbeitslosenproblem und Lösungsansätze wie das bedingungslose Grundeinkommen. Ihre Meinung dazu? Ich kann jetzt meine persönliche Meinung zu dem Thema sagen. Wir sind in einer kompletten Veränderung, in einem Umbruch, den hat es noch nicht gegeben. Ja. Wir sind in einer industriellen Revolution drinnen. Die meisten Entscheidungsträger haben das verschlafen, weil ich bin sicher, im niedersächsischen Landtag sitzen immer noch Politiker, die glauben, das Internet ist nur eine vorübergehende Erscheinung, das vergeht eh wieder. Ja. Also da ist so viel Umbruch, ja. Das wird das heißt ja, dass es jetzt dann schlecht endet, das kann ja was total Positives irgendwann sein, nur wird es früher den Schmerz geben müssen. Weil wir müssen von alten Dingen loslassen. Ja. Und immer, wenn es in der Gesellschaft einen Schmerz gibt, kann das auch zu Unfrieden führen. Das wissen wir, weil wenn sobald ein paar auf der Verliererseite dann sind, ja, werden die zornig. Ja. Und wie man damit umgeht, mit der Situation, ja, weil die wird man auch nicht beruhigen können und sagen, ja, aber dafür in ein paar Jahrzehnten wird alles besser, wird alles leichter und wird es weniger arbeiten müssen, dann kommt vielleicht sogar das bedingungslose Grundeinkommen und das kommt. Nur wenn es dir jetzt Arsch geht und du deinen Haken verlierst, ja, ist das wurscht, dann bist du zornig. Und wenn du zornig bist, triffst du dann oft Entscheidungen aus dem Zorn heraus, aus der Wut heraus und das sind oft dann keine guten Entscheidungen. Ja. Das waren die Reddit-Fragen. Okay. Danke. Bitte, ja. Und das ist natürlich auch so ein Thema, aus dem Zorn heraus agieren. Da gibt es jemanden oder hat es jemanden gegeben, da sind wir jetzt bei Ich bin der Meinung, der hat das öfters gesagt. Ich glaub, der Herr Kreisky, ja. Genau. Weiß, ja. Ich bin der Meinung, ist eine neue Rubrik. Wir machen da Worte oder Sätze und ich hätte einfach gern eine Antwort von Ihnen, was Sie sich denken. Okay, ja. Also, wir haben eben darüber gesprochen, bedingungsloses Grundeinkommen. Nur eine Meinung, mehr ist es nicht. Was heißt bedingungslos? Das ist die einzige Frage, die ich bei bedingungslosen Grundeinkommen stelle. Was ist bedingungslos? Ist die Bedingung, dass ich in Europa lebe? Ist die Bedingung... In Österreich, geltend für die Republik Österreich. Ja, das ist kein bedingungsloses Grundeinkommen, das ist schon falsch. Weil dann ist die Bedingung, dass ich in Österreich lebe. Und das ist nicht bedingungslos. Das ist ja vom Staatsbürger her abhängig, dann in dem Fall. Nein, aber es ist nicht bedingungslos. Okay. Wenn ich sage bedingungslos, ist es bedingungslos. Es muss für jeden Menschen auf dem Planeten gelten. Dann ist es bedingungslos. Wenn aber die Bedingung ist, dass ich in Österreich lebe, dann gibt es eine Bedingung, nämlich dass ich Österreicher bin. Meine Meinung. Also Grundeinkommen für Österreicher? Grundeinkommen für Österreicher, nein, ganz schlecht. Ja, ganz schlecht, ja. Wir haben da bedingungslos. Aber mit Bedingungen schlecht. Okay, gut. Ja. Mit Ihnen dürfte es echt interessant sein, Tennis zu spielen. Mit wem? Mit Ihnen. Nein, überhaupt nicht, weil ich kann nicht Tennis spielen. Das ist ja, sicher unangenehm. Deswegen meine ich das. Also, okay. Staatsreform? Meine Meinung zur Staatsreform. Ja. Es gibt das Einzige, was es zu reformieren gibt, ist, dass man die Bürger wieder in das Selbstverständnis des Staates zurückholt. Dass wir erkennen, eigentlich das mit dem Staat, was ist das eigentlich? Und dann sagen, okay, eigentlich ich, du, hey, wir sind der Staat. Das ist die einzige Staatsreform, die es braucht. Österreich AG, soll jeder Staatsbürger Anteile an Staatsbetrieben haben? Warum? Warum sollte man das haben? Warum sollte man Anspruch darauf haben? Ja. Ich weiß es nicht. Also das habe ich nicht nachgedacht. Wie gesagt, in der DDR hat es einmal ein Konzept gegeben am Ende. Ja, aber das war schon am Ende des Ganzen. Ja. Na gut, dann ist das auch geclosed. Mhm. Dann habe ich noch eine Zuschrift bekommen von einem Herrn Günther Lederhilger, seines Zeichens Vizebürgermeister in der kleinen Gemeinde
Kumberg in der Nähe von Graz. Okay. Und der hat gemeint, in Anspielung auf ihre Benzinbrüder-Vergangenheit. Okay, ja. Sind sie jetzt geläutert und fahren sie demnächst Elektro? Nein, ich möchte der Umwelt keinen Schaden anrichten. Da fahre ich natürlich mit meinem alten Dieselauto viele, viele Kilometer, repariere es immer wieder. Das ist das Beste, was ich der Umwelt antun kann. Ja, kein Elektroauto. Also Diesel, Benzin. Nein, alte Elektro. Dinge am Leben erhalten, ja, und nicht Neues bauen lassen. Ja. Ja, das ist meine Devise. Auch meine, ich tue immer so lange picken, bis es auseinanderfällt. Ja, ja. Und dann quasi noch zum wirklichen Abschluss, eine Frage von YouTuber zu YouTuber, wenn man so möchte. Okay. Kennen Sie das audiovisuelle Mediendienstegesetz? Nein. Nein? Nein, okay. Nie gehört. Was geht's da? Das ist ein lustiger, also da habe ich jetzt keine neutrale Meinung, muss ich zugeben. Ja. So ein lustiges Gesetz. Die Europäische Union hat eine Richtlinie gemacht und die österreichische Gesetzgebung war der Meinung, vor 5 Jahren, sie muss sie natürlich wieder mal so umstellen, dass in der Kurzfassung, sobald man redaktionelle Verantwortung hat, sobald man Imagegewinn hat, sobald man irgendwie ein bisschen Geld aus YouTube lukriert, das eigentlich wie ein Privatsender anmelden müsste. Aha. Und die Problematik an der Geschichte ist, die RTR steht jetzt vor der Situation, dass sie theoretisch, weil die FPÖ ist letztes Jahr verurteilt worden, weil ihr Kanal nicht angemeldet war, theoretisch hätten die jetzt die Karten in der Hand, könnten jeden anzeigen, der jetzt bei der Wahl oder wie auch immer auf YouTube aktiv ist. Aber die RTR sagt, wir haben hier Einzelfallentscheidungen gemacht, wir tun individuell von Fall zu Fall entscheiden. Okay. Und das Gesetz wird eh überarbeitet, jetzt warten wir mal ab. Jetzt habe ich eine Frage. Ja. Das Einzige, was mir jetzt wirklich hängen geblieben ist, ist, dass man mit einem YouTube-Kanal Geld verdienen kann. Ja, genau. Wie geht das? Das habe ich nämlich nicht gemacht. Wie geht denn das? Also das interessiert mich jetzt wirklich. Da kann man Marie machen. Ich habe das letztens zusammengebracht, dass man 15 Euro jemand gespendet hat. Ach so. Weil ich einfach geschrieben habe, dass ich über gewisse moralische Dinge beim Journalismus nicht zufrieden bin. Aber woher hat er die Kontonummer oder wie geht das dann? Bei mir ist auf der Webseite. Ach so, ein Spendenkonto. Ach so, geht das. Na, auf die Idee war ich nicht gekommen, ich Trottel. Ja. Und ist das dann Schwarze Marie, da muss man es verstehen? Wie naja, das unter 700 wäre es eigentlich erlaubt. Zu verdienen, okay. Aber das Problem ist, dieses FPÖ-Urteil besagt, und es gibt keine Bagatellgrenze in dem Gesetz für die Mediendienste, das FPÖ-Urteil besagt, eine wirtschaftliche Tätigkeit ist auch dann gegeben, wenn man keinen Gewinn macht. Und ich meine, sagen wir uns ehrlich, mit 15 Euro kann ich nicht verdienen, kann ich mal das Busticket leisten, damit ich sie interviewen kann. Okay, und das wäre dann verboten sozusagen, dass man das macht? Theoretisch, ja. Okay. Aber man will von Einzelfall zu Einzelfall entscheiden und wartet jetzt mal die Gesetze Ich bin ja alter Verschwörungstheoretiker. Ja. Ich glaube, da geht es nicht darum, ob ihr 15 Euro verdient oder nicht, sondern es geht darum, etwas in der Hand zu haben, dass man manchen unbequemen Menschen einfach den Hahn zutrat. Genau. Das geht's um nichts anderes. Also, so hört sich für mich an. Ja, so würde ich das auch sehen eigentlich. Dass man Handhabe hat, genauso wie man aus Tierschützern Terroristen machen kann, die einsperren. Das waren ja Terroristen, also eine terroristische Gemeinschaft. Vergleichbar mit der Mafia in Sizilien. Sind Sie dann froh eigentlich, dass das Überwachungsgesetz jetzt einmal auf die lange Bank geschoben wurde? Naja, dass es auf die lange Bank geschoben wird, bin ich nicht froh. Das heißt, es kommt dann irgendwann einmal halt. Weil die Bank ist lang, aber irgendwann hört die Bank wieder auf. Nicht? Das kommt irgendwann. Nein, wir müssen damit leben, wir werden immer mehr überwacht. Aber wir tragen auch alle selbst etwas dazu bei. Ja, wir dann ja alles in der Öffentlichkeit austragen. Wir machen Instagram-Videos, Facebook, wir zeigen alles her. Also bitte, also die Staatspolizei hat es leicht. Heißt das noch Staatspolizei? Verfassungsschutz. BVD. Ja, ja, war früher die Staatspolizei. Ja. Übrigens, ja. Das kriegen Sie, ich schicke Ihnen dann auch den Link vom Landeshauptmann Schützenhöfer bei seiner Pressekonferenz, wo er gemeint hat, ihm wurde mitgeteilt, dass er selber überwacht wird ab und an. Und außerdem sagt ihm das Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung gar nicht alles. Na klar. Sowieso. Also, ja, logisch. So viel zur parlamentarischen Überwachung. Genau. So, abschließend 30 Sekunden. Warum soll man Sie wählen? Ganz einfach deswegen, weil man nicht mich wählen tut. Das ist der einzige Grund. Ja, Sie wählen sich selber. Sie machen Ihre Stimme gültig. Also, wenn Sie sich lieb haben, dann tun Sie es.
wie wenn sie sich nicht lieb haben, dann wollen sie mit dem anderen. So, die Sendung kann zwar 20 Minuten länger dauern, als ich ursprünglich geplant habe, aber andererseits, sie werden diskriminiert von den anderen, nämlich ORF und so weiter. Ja. Das finde ich eigentlich ehrlich gesagt nicht gut und deswegen habe ich ihnen die Zeit gegeben. Ich danke recht herzlich. Dankeschön.